einen kurzen Spaziergang gemacht. Die Sonne ist so schön und es ist so ruhig. Es ist so schön, wirklich. Oh mein Gott, ja, also genau, ich habe jetzt auch meine Einwegkamera gerade mitgenommen und habe nochmal ein schönes Bild gemacht mit dem Sonnenuntergang. Ich bin jetzt auf der nächsten Farm. Es gibt auch wieder einen Hund übrigens. Ah, Heinke. Und es ist so schön hier. Es ist einfach so eine Lodge, wo halt auch mehrere Gäste mal herkommen. Und es ist voll das große Grundstück. Und der Mann, der ist schon etwas älter, der ist so nett. Hat ganz viele Orangenbäume und ja, deswegen kann man hier immer richtig viele Orangen essen. Und wir müssen aber gar nicht irgendwie mit den Orangen helfen, sondern eher halt so für die Gäste, die Sachen vorbereiten. Also es gibt halt hier so drei verschiedene Sleepouts, so drei Häuser, und dort schlafen halt die Gäste. Und das heißt, wir müssen halt vormittags immer so sauber machen und so verschiedene Sachen machen, aber es ist richtig cool, weil manche zum Beispiel müssen auch nur so eine Stunde arbeiten und können ja dafür halt hier schlafen und kriegen Essen und so. Manchmal halt 4 Stunden, aber es ist auf jeden Fall, es ist super. Mir gefällt es auch ehrlich gesagt besser als auf der ersten Farm, also weil es ist halt einfach so entspannt und er ist auch einfach so nett und wir haben schon Ausflüge gemacht und so. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und auch genau, Emma, die ich auf der letzten Farm kennengelernt habe, die ist jetzt auch hier mit hergekommen und deswegen sind wir jetzt hier zusammen. Das ist natürlich auch nochmal cooler und ja, ist alles sehr schön. Mika! Wir waren bei den Rainbow Falls und es war so schön dort. Ich war, wie man sieht, auch sehr happy. Und man konnte einen schönen Regenbogen sehen, weshalb auch der Wasserfall Rainbow Falls genannt wird. Und ich esse hier meistens Oats, also Haferflocken mit Obst.
zum Frühstück und es ist immer sehr lecker. Die Arbeit hier ist auch sehr entspannt. Heute zum Beispiel mussten wir nur Shampooflaschen und so auffüllen für die Gäste, die dann neu ankommen. So, der Einkauf besteht eigentlich nur aus Süßen. Muffins, Chips, Kekse. Ja, weil wir haben ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Süße. Manchmal sitzen wir auch abends einfach zusammen am Kamin und spielen Karten.